Exklusive Bilder von einem Panzer. Die Ampel muss weg in Berlin. Ich bin durch einen Zufall auf diesen Panzer gestoßen, der auf der Straße 17. Juni Richtung Brandenburger Tor unterwegs war, bis der von Polizei angehalten wurde. Wie man hier im Hintergrund sieht, es waren auch Polizei in Zivil. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Künstler kurze Zeit zu sprechen, der diesen Panzer bemalt hat. Die Polizei hat den Panzer begutachtet und Weiterfahrt untersagt. Der LKW musste umgehend Berlin verlassen. Mit Polizeieskorte wurde der LKW aus Berlin heraus begleitet. Solche Bilder wirst du im Fernsehen nicht sehen. Deswegen ist es wichtig, dass jeder dieses Video teilt und Verein Free People Germany e.V. finanziell unterstützt. Wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Wir bekommen keine Zwangsgelder wie Leitmedien in Millionenhöhe. Kurze Zeit später kam Emmanuel Macron nach Berlin. Es fuhr eine Luxuskarosse nach der anderen. Kein Wunder, dass der Panzer abgefangen wurde und aus Berlin heraus begleitet. Denn es kamen mehr und mehr Luxuskarossen. Einfach der Wahnsinn. Hier kommt vermutlich Olaf Scholz mit Nummernschilder 02. Genau deswegen müssen Rentner in Deutschland von gesammelten Flaschen Leergut versteuern. Wo ist Bauerverband, Spediteure, Handwerker, wenn man die braucht? Wann halten wir alle zusammen? Dieses Jahr? Nächstes Jahr? Schreib deine Meinung im Kommentar.